Ja, immer wieder erreichen mich Fragen von Leuten, Raphael, diese Armbänder von Apple für die Apple Watch, die kosten doch ein Vermögen und es gibt auch billigere. Wie ist denn dein Standpunkt dazu? Nun, mein Standpunkt dazu ist relativ schnell zusammengefasst. Ich sage dann immer, jeder soll machen, was er oder sie gerne möchte und anderen damit nicht auf den Keks gehen. Und meine eigene Variante dabei, die ist ein bisschen komplexer. Ich kaufe mir sehr gerne Armbänder anderer Hersteller, aber ich vermeide es, 1:1 Kopien zu kaufen. Weil ich finde, wenn jemand eine gute Idee hat, dann gehört er auch belohnt dafür. Aber klar, die Apple-Armbänder sind teuer und andere Armbänder sind auch verlockend. Ich habe dieser Tage gleich zwei spannende Videos dazu gesehen. Das eine vom netten Lars von Rangezoomt. Herzliche Grüße zurück, wo er eins von Bluestein gekauft hat. Ein grünes Alpine Loop, kostet einen Bruchteil und sei annähernd gleich gut oder gar gleich gut. Dann der Kollege Lorenz Keller, sowieso der Meister, was China-Shopping angeht. Unglaublich, was der da immer findet. Der hat ein ganzes Video dazu gemacht mit seinen besten Shopping-Tipps und was er da alles schon gekauft hat. Das ist einfach immer beeindruckt, was er da aus dem Hut zaubert. Auf jeden Fall, ich habe mir gedacht, was die zwei können, kann ich auch und habe mir bei AliExpress auch ein Ocean Loop für die Apple Watch Ultra gekauft für irgendwie, glaube ich, 5 Franken, 5 Euro oder sowas. Ich habe mir den ziemlich postwendend gekauft, nachdem Apple die Uhr angekündigt hatte und ich gesehen habe, dass es das Ocean Band eben nur in Gelb, Dunkelblau und Weiß gibt. Aber ich hätte eigentlich gerne ein Oranges gehabt und China hatte eins und jetzt habe ich eins. Ja, so schaut das gute Ding aus. Und wir müssen es gleich besprechen. Erstens natürlich die Verpackung ist natürlich, für den Preis darf man nichts erwarten, kommt da so einem Säckli. Apple-Armbänder kommen da in sowas. Das ist doch noch eine bisschen andere Liga. Aber Verpackung ist Schall und Rauch und sehr schnell wieder vergessen. Darum müssen wir nicht lange über Verpackungen sprechen. Nein, wir müssen über das Armband sprechen. Vielleicht habt ihr es sogar im einen oder anderen Video gesehen. Ich habe es hin und wieder getragen. Nein, ich kaufe mir die Sachen ja nicht nur, um sie zu testen. Ich will sie ja auch nutzen. Was sofort auffällt, ist ganz ein anderes Gummi als das, was Apple verwendet. Deutlich leichter, es ist labbriger, erinnert eher an das grässliche Gummi, was Garmin jeweils standardmäßig mitgibt, auch so ein bisschen weich, wirkt so leicht aufgeschäumt, irgendwie hoher Luftanteil, das ist so ein bisschen wie Mischung aus Styropor und Gummi, wirklich nicht wahnsinnig berauschend, Verarbeitungsqualität, der Lorenz Keller hat ja auch eins gezeigt, seins war noch schlechter verarbeitet, das hier geht so, finde ich, so von den Kanten her. Aber das Material ist ganz ein anderes. Und der größte Unterschied, ja, wir können ja mal das Original noch daneben halten. Das von Apple, das ist das aus China. Das aus China ist lustigerweise minimal länger. Ich finde die von Apple ehrlich gesagt ein bisschen kurz. Und was natürlich auch noch auffällt, hier sind die Pins in Gelb, hier sind sie in Schwarz. Aber es ist immerhin auch Metall darin. Da haben sie auch ein bisschen geknallt. Aber das ist nicht der große Unterschied. Einfach Gewicht merkt man auch schon. Das ist markant leichter als das hier. Nein, den großen Unterschied sieht man natürlich hier. Das hier ist vermutlich Titan. Ich habe ja keinen Metallbaukasten, wo ich das irgendwie rausfinden könnte. Das hier ist offensichtlich nicht Titan. Vermutlich Stahl oder Alu, was natürlich farblich überhaupt nicht zu einem Watch Ultra passt. Sieht aus wie ein Fremdkörper. Wir ziehen sie nachher noch an, ihr seht es dann gleich. Der andere Unterschied ist, hier, das habe ich ja im Video zur Ultra schon erklärt, das hier ist ein Mechanismus, wo man aufziehen kann mit einer Feder und wo man den ganzen Ring verschieben kann. Ich kann die ja schnell rausnehmen, dann seht ihr es. Ups. Das hat mich unglaublich beeindruckt damals im Test der Ultra, wie viel Detailarbeit da in diesen Ring gegangen ist. Mit einer Feder drin kann man drehen, kann man ja zusammenschließen. So kann man sie präzise anpassen, wie man sie gerne hätte, die Uhr. Hier wieder einsetzen. Wo hatte ich ihn? Ich glaube hier. Dann wieder aufziehen und zusammenklipsen und schon hält es wieder. Ups, so.
wirklich unglaublich toll gemacht. Hat mich sehr beeindruckt damals im Test. Beim China-Armband haben sie ein bisschen geschummelt oder man kann auch sagen, sie waren effizient. Ich mag es ja, wenn man da schummelt oder effizient ist, wo es niemand merkt. So. Ja, die haben einfach das da unten weggelassen. So kann man es auch einfädeln, wo man es gerne hätte. Montieren wir es mal noch. Alpine Loop weg. Ja, geht nicht ganz so flüssig wie bei Apple. Und jetzt sieht man es halt schon. Diese glänzigen Stahlschließe hier passt überhaupt nicht zur restlichen Uhr. Klicks. So. Farblich nicht ideal, aber der Look passt. Wir können noch ein anderes Zifferblatt schnell reinmachen. Wo haben wir ein Ultra-Zifferblatt da? Wenn man so nicht genau hinschaut, sieht es wirklich aus wie echt und es trägt sich auch ja, praktisch wie das Original von Apple. Wie gesagt, wenn man drauf drückt, merkt man schon, dass es ein bisschen labbrigeres Gummi ist. Aber für den Preis muss man wirklich fairerweise sagen, darf sich niemand beklagen. Klar, man kriegt nicht, was man von Apple kriegt, aber es ist, wenn man jetzt nicht wahnsinnig Wert eben auf so kleine Details wie die richtige Farbe der Schließe legt, ist das wirklich völlig in Ordnung. Aber natürlich, es ist kein Wow-Armband, es ist mehr eine lustige Spielerei für zwischendurch. Und bevor jetzt jemand sagt, Raphael labert hier die längste Zeit und lästert über billige China-Produkte, nein, keine Sorge, da gibt es auch wirklich gute Armbänder, die aus China kommen. Ich habe ja zu dem hier, das ist mein Lieblingsbeispiel, das habe ich ja neulich auch wieder vorgeführt, das Kaff-Armband. So, das da hier, das kommt ja auch aus China. Das ist von Lululuk. Ich habe damals den Fehler gemacht und vergessen, das von, oder verpasst, oder ich war zu knausrig, mir das von Hermes zu kaufen, als sie mal so eins hatten. Und dann habe ich es bei Lululuk gesehen und ich habe wirklich sehr, sehr viel Freude daran. Wirklich ganz, ganz tolle Qualität. Ist aber auch nicht ganz billig, also ist auch kein 5-Franken- oder 5-Euro-Armband. Dazu gilt ja auch der gute Tipp vom Kollegen Lorenz Keller. In seinem Video hat er es ja erklärt, er hat so die 5-fach-Regel, wenn man bei AliExpress einkauft. Man kann sich immer so den Preis nehmen und mal 5 rechnen und dann weiß man, was man ungefähr an europäischem Gegenwert erwarten darf. Finde ich eine ganz gute Regel. Und bei einem 5-Franken-Armband kriegt man halt so Gegenwert von 25 Euro oder sowas, also auch nicht die Welt. Ja, also haben wir über die China-Produkte und die Alternativen haben wir gesprochen und was ist meine Lehre daraus? Ja, unverbesserlich. Ich habe wieder eingekauft. Was hat er diesmal angestellt? Ja. Ich habe es ja schon angekündigt. Ich habe mir ja privat ein dunkelblaues Oceanband noch gekauft. Wollen wir das noch zusammen auspacken und dann ist Schluss für heute? Ich würde sagen, das machen wir. Wo geht's nochmal auf? Da ist der Ritschratsch. Ja, das ist halt schon nochmal was anderes, als wenn man es da in diesem Plastiksäckli kriegt, was ich schon irgendwo weggeschmissen habe. Nein, da. Wie gesagt, manchen Leuten ist es das wert, anderen Leuten ist es das nicht wert. Chips.
Und eben ganz wichtig da die tolle Hightech-Schließe mit der Feder drin. Die ist so schlau gemacht. Und wie schaut das Midnight aus? Ich finde es großartig. Es ist fast grau. Könnt ihr mal noch in die Kamera halten. Und ich glaube, das passt großartig zur Ultra. Schnell schauen, welches Loch ich da genommen habe. 1, 2, 3, ins vierte. Eins, zwei, drei, vier. Hier wieder rein. Umdrehen. Zuklicken. Und startklar. Das kommt oben hin. Das kommt unten hin. Es sitzt perfekt. Ja, sehr, sehr schön und fühlt sich halt wirklich auch ganz anders an als dieses bisschen zu weiche Gummi, was der signifikant günstigere Hersteller gewählt hat. Und was mir halt auch große Freude bereitet, dass das halt farblich passt. Gerade das Titan zum Midnight Ocean passt halt einfach sehr, sehr gut. Wirklich eine ganz schöne Kombination. Und ja, keine Sorge, es folgt dann noch ein Video zum Ocean Band. Aber erst will ich es auch noch ein bisschen länger tragen und dann reden wir darüber. Jetzt hat es mal gereicht für heute. So, falls ihr noch Fragen habt zu Armbändern und Tipps braucht oder zu Längen und allem Möglichen, schreibt mir das in die Kommentare. Ich freue mich da immer sehr. Was mich auch immer freut, sind gute Tipps für neue, originelle Armbänder, eben nicht Apple Armband XY 100 mal billiger oder sowas, sondern ein rundum neues Armband, was wirklich toll ist und die Uhr vorwärts bringt. Das finde ich immer viel spannender. Also solche Tipps immer sehr, sehr willkommen. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet mehr Billigtipps von Raphael, Daumen nach unten. Schluss mit diesen Luxusarmbändern. Falls ihr noch nicht habt, Abo abschließen und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo es mit einer Wahrscheinlichkeit von 98% wieder um Armbänder geht.